Heute besuchen Flex, Nugget und ich den Streichelzoo, obwohl ich gehört habe, dass irgendwas mit den Tieren dort nicht stimmen soll. Aber keine Ahnung, schauen wir uns das mal an. Oh, oh Gott! Wir haben einen neuen Zoo eröffnet. Let's go! Hallo! Hallo Zoo-Wärter! Ah, guten Tag! Endlich mal besuchen! Ah, wollt ihr meine super schöne Streichelzoo sehen, ja? Ja! Streichelzoo! Ja. Ah, für Tiere? Ich habe natürlich ganz besondere Sachen hier im Angebot. Das sind Bruce und Willis und Brian. Brian und Brian, ja. Die sind nicht ganz Brei im Schädel, aber so ist das halt nun mal. Die machen mir ein bisschen Angst, Flex. Ach, das ist ja totaler schwarzer Quatsch. Auf jeden Fall, die kann man gut streicheln. Die kann man streicheln? Die haben nicht mehr so viel Fell, aber das auch nur, weil sie alt und fett sind. Alt und fett? Ja, genau das. Okay, aber ich könnte, das ist nicht so besonders, ist eigentlich voll der Müll. Ihr könnt weitergehen, hier gucken zu super nette, wie heißt der noch? Bruce. Bruce ist auf jeden Fall ganz schön groß, ja. Und warum ist der so grün? Ja, der ist grün, weil er ist getaucht in Wackelpudding. Ist das Hulk? Was? Nein, nein, das ist nicht Hulk. Das ist nicht Hulk, das ist Bruce. Hey, Kleiner, komm mal näher. Du schmeckst bestimmt gut. Bruce hat gesagt, er will mich essen. Ah, Bruce, das ist der Allerbeste. Okay, komm mal weiter. Okay, okay. So, dann kommen wir zu, warte mal, Brian. Das sind ganz andere, als die, die wir davor gesehen haben. Man merkt das an dem ganz entscheidenden Unterschied. Darf man die auch streicheln? Die sehen auch viel freundlicher streicheln. Aus. Ja, klar. Die sind super nett. Ich kenne die mein ganzes Leben lang. Brian hat mich geschlagen. Ach, das würde die niemals zu... Oh nein, Klaus, der Sowetter. Er hat sie ausgetauscht durch Monster. Oh nein, was? Weg. Was? Oh mein nein. Gott. Nein. Oh nein. Brrr. Oh, Moment, ich muss kurz... Wie konnte das denn passieren? Ich dachte, das ist ein Streichelzoo. Ich muss kurz meine Zahnspange rausnehmen. Okay, so. Jetzt kann ich auf jeden Fall wieder normal sprechen. Gut. Leute, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall von denen in Acht nehmen. Denn ich glaube, das sind super fiese Viecher, die uns alle fressen wollen. Ganz genau. Und deswegen müssen wir unser Haus verteidigen. Was jetzt eigentlich mein Haus ist, by the way. Also ihr, also... Was, Bruder? Hey, das ist dein Haus? Ja, das ist jetzt mein... Also das ist mein... Ich dachte, wir wohnen hier zusammen. Hey, hier ist mein Haustier, Björn. Björn 2. Das ist mein Wurm. Und wir müssen Björn auf jeden Fall vor den Monstern beschützen. Zum Glück sind die dann im Käfig. Da kann ja mit denen nichts passieren, nicht wahr? Pass auf, ich verrate euch ein Geheimnis, ja? Ja? Ich bin eigentlich gar kein Zoodirektor. Was? Was? Ich bin eigentlich ein Putzmann. Und ich werde euer Haus putzen, wenn ich hier wohne. Lass das mal besprechen. Komm. Ja, okay, das müssen wir erst mal besprechen. Warte. Das war ein Scherz. Wir besprechen das mal. Komm hier hoch, Jungs. Komm hier hoch. Ach, da kannst du. Hallo? Was ist los? Schnell runter. Die Wasserstrahlung ist ausgelöst. Wir haben keine Zeit. Wir müssen uns mit den Sicherheitsvorkehrungen beschäftigen. Wir müssen das Haus zusammenbauen. Hier, guck. Hier noch. Hä, warum? Was ist denn passiert? Wir haben hier ein bisschen Blöcke. Woher kommt die Kisten? Wo kommt das ganze Zeug her? Mein Haus, ich wusste das schon die ganze Zeit. Oh, ich will einen Highcamer haben. Was macht der? Oh, Laserblöcke. Oh, das ist alles meins. Nice. Das will ich auch. Highcamer. Das gehört mir. Hey, wer hat die ganzen Geschütze genommen? Ich weiß nicht. Das ist alles meins. Was ist hier alles drin? Oh, das gefällt mir. Ich baue uns ein Gitter um das Haus herum, ja? Und damit wir das auf jeden Fall hinbekommen, dass sie ein bisschen von uns wegbleiben. Oh Mann. Auf jeden Fall schützt das hier unser Getreide. Das ist unsere einzige Essensvorräte, die wir haben, ne? Ja, ich mache hier ein paar Fans hin. Okay, ich tausche jetzt erstmal unsere Tür aus. Die ist ein bisschen schwach, die Holztür. Hä? Was hast du für ein Problem mit meiner Tür? Nee, also ich habe hier eine Tür gefunden in unserer Kiste und zwar... Die habe ich beim Mike abgekauft. Ihr dürft niemals den Key vergessen. Kannst du mir den 0, Key nochmal wiederholen? Okay. Ich habe euch das gemerkt. 0, 0, 0, 2. Ah ja, 04915. 0429. Nein, noch nicht 0429. 0005. 0005. Ah, ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Es war 1874! 0005 ist es. Sehr gut. Leute. Auch von dem. 0000187. Okay, warte mal. Frag nicht, ich kann irgendwie nicht so richtig Sachen platzieren, fällt mir gerade so auf. Die müsst du jetzt ein bisschen aufpassen. Was macht eigentlich ein Igniter? Kann ich den mal platzieren? Ich mach jetzt hier mal so eine Schicht an Laserblöcken vor unser Haus. Ja, aber mach hier ein paar Ventilatoren. Was ist das hier eigentlich für ein Hebel, Leute? Der sieht irgendwie cool aus. Ich glaube, die Regierung hat den da hingestellt. Nee, die mag ich nicht, den muss ich Steuern bezahlen. Okay, wie war die Türcode nochmal? Ich mach auf. Haha, du musst immer mich fragen. Nice one. Okay, pass auf. Kann man irgendwie oben irgendwie Geschütze aufbauen oder sowas? Wenn du welche hast, bestimmt. Warte mal. Ja, klar. Hey, warte mal. Ich sehe hier oben irgendwelche coolen Betten. Ey, das ist mein Bett. Das gehört mir.
Du kannst. Ich hab das gelbe Bett. Ja, alles gut, alles gut. Okay, alles gut. Ja, das ist in Ordnung. Das Bett kannst du haben. Ich habe hier ein paar coole Ventilatoren gebaut. Ja, okay. Ja, das bringt ja nicht wirklich viel. Wir brauchen Sicherheit, Leute, Sicherheit. Ja, wer braucht denn Sicherheit? Du redest doch immer nur. Ja, ich rede viel von Sicherheit, aber das musst du doch wissen, wenn man einen Streichelzoo besitzt. Okay, ich baue dann einfach mal den Zaun draußen weiter. Also, ach, das Laserzeug, das sieht es vielleicht nicht so gut aus bisher, aber das wird noch. Also, Moment mal, wofür genau ist das jetzt eigentlich gedacht? Was hast du da vor? Das schützt unser Haus, hä? Ja, damit Bruce hier nicht über den Zaun rüberspringt. Ja, was ist das? Nein. Was soll das machen? Direktor, ja, bin ich der Einzige, der qualifiziert ist, jetzt rauszugehen und die Cage Traps aufzubauen. Wie wär's, wenn ihr jetzt euer Zeug macht und ich mach hier das Laserzeug, okay? Übrigens, muss ich erstmal ein bisschen Boden aus Holz bauen. Holz ist ein gutes Material, um uns zu beschützen. Ja, Holz ist das beste Material, habe ich immer gehört. Ja. Oh, ich hab ja auch noch ein paar Spikes. Die setze ich direkt um unser Haus. Oh, ich habe auch noch Spikes. Oh, warte, das ist eine gute Idee. Ja. So, alle hinsetzen. Wo haben wir noch Minen? Aua, ich bin selber durch Minen. Oh, nee. ich hab hier noch eine Riesenmine. Ich habe hier eine... Wie nennt man das? Minekraft. Ich hab hier oh Gott, wo sind die Minen, Leute? Wo sind die Minen? Ich habe eine Bouncing Betty. Willst du mal eine Bouncing Betty ausprobieren? Warte mal, diese Gitter lassen sich nicht mit einer Diamond-Spitzhacke abbauen. Nee, die lassen sich gar nicht abbauen, deswegen müssen wir einen Eingang für uns machen. Hey, Sadie, komm mal her. Ja, ich will dir was zeigen. Wir haben Eingang hier an der Seite. Ich dachte, wissen wir, dass ich jetzt in deine Mine reinlaufe? Das wäre. Du musst da einfach nur. Nein, oh, das will ich sehen. Aua! Felix! Oh mein Gott! Was ist denn da passiert? Ich bin fast Leute, was habt ihr da hinten gemacht? Warum brennt denn hier alles? Ich habe auch eine Überraschung für dich. Keine Sorge, ich lösche das einfach mit Thors Hammer. Kein Problem. Oha! Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Gar nicht. Die Dinger lassen sich nicht abbauen. Was? Die lassen sich wirklich nicht abbauen? Oh Mann, Alter. Ich muss hier raus. Ich glaube nur, ich kann die abbauen, weil das meine Falle ist, oder? Warte mal, kann mir jemand mal eine Spitzhacke geben? Nein, es geht gar nicht. Hier, ich gebe dir eine Diamond-Spitzhacke. Ich glaube, ich kann das abbauen, weil es meine Falle ist, oder auch nicht. Nee, es geht gar nicht. Warte mal, du kannst ja irgendwie versuchen, mal durch den Boden zu kommen oder so. Vielleicht kriegst du das irgendwie hin. Vielleicht, wenn man Wasser platziert, dann kann er da drin schwimmen und tauchen. Ja. Warte, nein, ich habe kein Wasser. Woher sollen wir denn Wasser bekommen? Ich kann machen, alles gut. Ich weiß schon wie. Halbes Herz. Oh, noch ein halbes da dann? Ja. Leute, ich brauche Stick. Ich bin hier neben Bruce aufgewacht. Wisst ihr was? Eigentlich kämpfen wir gar nicht gegen die Monster, wir kämpfen gegen uns selber. Deswegen sollten wir uns ja auch erstmal zu den Betten gesellen. Wer hat die Tür wieder zugemacht? Ich brauche jetzt erstmal mein Zeug wieder. Hauptsache Björn geht's gut, Leute. Hauptsache Björn das geht's gut. Richtig. Wir müssen auf jeden Fall Björn beschützen, bevor Bruce und Brian kommen. Genau. Leute, Alarmsitzung, Alarmsitzung! Oh. Alarmsitzung! Alarmsitzung! Komme. Code war ein 7894. Hier, das war der Code. Okay, gut. 0005. Okay, Leute. Ganz, ganz besondere Neuigkeit, ja. Unsere Zusammenarbeit funktioniert nicht so gut wie gedacht. Ach so. Ich finde, sie funktioniert super. Und ich kaufe mir jetzt erstmal eine Diamantrüstung. Ich wollte fragen, wer ist der Imposter? Wer ist derjenige, ja, von uns, der am meisten gegen unser Team arbeitet? Du! Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal den Team-Captain wählen. Okay, wir müssen den Team-Captain wählen, Leute. Okay, wer wird... Okay, ich stelle mich freiwillig zur Wahl. Ja, ich wähle Sadie als Team-Captain. Okay, ich wähle auch Sadie als Team-Captain. Ich bin für Bruce. Nein, ich bin wie wäre es, wenn du einfach mal gehst? Genau. Ja, verschwinde! Die erste Entscheidung von Sadie als Team-Captain ist verbannt diesen Typ aus unserem Haus, weil der hat einfach gesagt, dass Bruce ein besserer Team-Captain wäre als ich. Ja, so, wir verbannen ihn. Hau dein eigenes perfekt. Haus. Geh zu deinem Freund Mike da hinten. Genau. Ja, vielleicht gehe ich auch zu Mike. Ja? Ich gehe zu Mike. Leute, ich gehe zu Mike, ja? Ich bin gleich bei Mike, Leute. Okay. Ja, dann bist du halt bei Mike. Huh? Ich will nicht zu Mike. Ach Mensch, Leute. Jetzt muss ich... Hey Mike, ich weiß, wir hatten ein paar Differenzen miteinander, aber darf ich bitte bei dir wohnen? Ich bring dir auch immer schönes Brot, ja Mike? Hey Mike. Oh, das ist doof hier. Mike, du möchtest raus? Hast du Angst vor Bruce? Ich habe auch Angst vor Bruce und Brian. Und hier bin ich auf gar keinen Fall sicher. Ich muss zurück zu den Jungs. Oh, ich hoffe, sie nehmen mich zurück. Was sagst du dazu, Mike? Folge deinem Herzen, mein Sohn. Und verschwinde aus meiner Bude. Ja, Mike, du hast recht. Ich muss schnell wieder zu ihnen zurück. Bis dann, Mike. Tschüss. Hey, Leute. Ja, was ist los? Ich möchte nicht mehr bei Mike wohnen. Darf ich bei euch wieder mitmachen? Aber du musst Sadie als Team-Captain akzeptieren. Ich akzeptiere Sadie als Team-Captain. Ja, okay, alles klar. Dann gib den Code 02489 ein. 02489. Gut.
Hi. Wo? Achso, du hast mir die Rüstung schon gegeben. Okay, perfekt. Perfekt. Ja, ich auch keine Rüstung. Wo ist meine Rüstung? Ja, ich habe zwar keine Hose, Rüstung. Aber ist auch egal. Hat jemand Diamanten für mich? Ich habe keine Diamanten. Ich habe doch Diamanten hier. Ich hab Diamanten. Hier. Okay. Hallo, danke. Meins. Ihr habt ja viel gefarmt. Ja, so viele Diamanten. Ah, fleißig. Oh, ich wollte mir jetzt eigentlich eine Hose aus den Diamanten machen. Never mind. Leute, ich habe auch einen Plan. Wir können versuchen, wenn Bruce und Brian angreifen, die beiden rüber zu locken zu Mike. Den mag ich eh nicht. Okay, das ist, finde ich, eine gute Idee. Übrigens, Leute, ich wollte das schon. Ich als Team-Captain, ja? Ja. Ich treffe die Entscheidung, dass wir diesen ominösen Knopf drücken, um die Regierung zu Hilfe zu holen. Aber findet ihr das eine gute Idee? Ja, das ist aber wir sollten das erst Knopf machen, macht. Wenn wir vorbereitet sind. Ich glaube, unser Haus könnte ziemlich gut angegriffen werden aktuell noch. Niemals. Das ist also ich habe noch gar nicht den Zaun hinten durchgebaut. Augenblick, ich baue noch den Zaun fertig. Okay, mach das nochmal sozusagen. Mach ganz kurz Laser hier. Warte, ich werde nochmal ein paar Traps hier auslegen sozusagen und dann... Und ich glaube, wir brauchen noch so einen Lava-Pool. Geht das auch? Ja, kannst du auch gerne machen, wenn du möchtest. So, ich gehe auf jeden Fall mal ein paar Traps aufbauen. Ups, passt übrigens auf, dass er da nicht reinhaut. So, und nein, warte mal. Ey, dieser Block ist, by the way, ein bisschen so eine Schwäche. Da kann man dann rüberkommen. Ja, aber wie sollen wir da aber nicht, wenn wir hier noch die zweite Schicht an Lasern hinbauen. Bringen genau, die zweite Schicht an Lasern. Ah, die zweite Schicht an Lasern. Das ist schon gut gedacht. Aber weißt du, was noch viel besser ist als zwei Schichten Laser? Drei Schichten Laser. Genau. Ganz, Leute, ihr seid das beste Team überhaupt. Ihr versteht immer, was ich will. Okay. Gut, sonst würde ich sagen, ich bin soweit fertig. Ich brauche immer noch die Netherite. Ich komme jetzt einfach mal ins Haus rein. Okay, bau dir ruhig eine Netherite-Rüstung. Wie baut man die? Bau dir, was du brauchst. Wie baut man Netherite-Rüstung? Einfach machen. Diese Tür nervt mich irgendwie. Ja, mich auch. Oh Mann. Hat jemand noch die alte Holztür? Nö. Oh. Leider nicht. Ja, aber weißt du, was ich stattdessen habe, damit das nicht einfach ausgenutzt wird, ja? Nein! Warum jetzt dann auch? Nein! Ich hab's nicht gecheckt! Ich kann doch hier raus, oder? Warte, was ist passiert? Oh ja. Nein! Ich kann hier raus, alles gut. Aber unsere eigenen Leute, weißt du, was wir machen können? Unser Haus ist sicher, aber unser Haus ist gar nicht mehr so schön. Was macht ein Igniter-Block? Du sicher? Igniter-Block? Ich hab keine Ahnung. Oh, du bist rausgekommen. Lol, das ist ja cool. Hey Sandy, ich hab hier noch was für dich. Ah, was denn? Ja, eine Hose. Ich pack hier einfach ein paar Igniter-Blocks hin, die werden schon was machen. Ja, du musst die aktivieren. Und wie aktiviere ich die? Mit Hebeln. Und was macht... Wir machen einfach nur Feuer. Ein bisschen Feuer. Langweilig. Ja, ein bisschen Feuer. Sag mal, machen die Laser Schaden? Irgendwie passiert gar nichts, wenn ich da durchlaufe. Ich hoffe, die machen Schaden bei den Gegnern. Wenn nicht, dann wäre es ziemlich doof. Die schaffen das schon. Aber Leute, wann holen wir endlich die Regierung zur Hilfe? Die Regierung? Ja. Welche Regierung? Aber da draußen ist so ein komischer Hebel. Ja, das ist für die Regierung. Was passiert jetzt eigentlich, wenn wir den Hebel umdrehen? Kommen dann so Düsenjets, die Bruce da hinten töten? Notfall? Ja, ich glaube schon. Wir sammeln uns, ja, Notfallsituation. Felix, komm mal her. Ich bin dabei. Pass auf, wir stellen uns jetzt alle an eine Seite des Knopfes und dann drücken wir ihn auf 3, 2, 1, okay? Wir holen die Regierung zur Hilfe. Genau. Okay. Regierung? 3? Ja, die Regierung. 2, 1, go! Los! Ich glaube, das hat schon funktioniert, oder? Ja, echt? Mal schauen, was macht die Regierung jetzt? Was macht die Regierung jetzt? Weiß ich nicht. Okay, es hat nicht funktioniert, Leute. Die Regierung macht gar nichts, sie lassen uns im Stich. Da müssen wir es jetzt mal selber in die Hand nehmen, Leute. Nein, die Regierung macht schon, warte kurz. Gib mir 5 Minuten. Die Regierung, sie hat uns im Stich gelassen, Jungs. Oh mein Gott. Regierung, was machst du da? Oh mein Gott. Die Kuh ist gestorben. Nein. Nicht Bertha, die gute alte Bertha aus meinem Zoon. Haben wir die Turrets gesetzt? Hast du die Turrets irgendwo gesetzt? Ja, hier ist ein Turret. Wir sind super gut geschützt, nichts kann uns passieren, Leute. Oh mein Gott, ich wurde getroffen. Ich auch, was hat mich getroffen? Von was? Alter, die geht ja richtig. Was? Oh mein Gott, sind die Geschütze. Mein Gott. Die Geschütze. Der schießt von da hinten auf uns. Nein, ich komme wieder, ich sterbe, Leute. Hier links ist der Eingang, rechts von dir aus. Rein? Oh mein Gott, ich bin direkt hier. What? Ja, Brian, der hat richtig gutes Aim. Der kann uns von da hinten aus treffen. Alter, okay. Hinter die Barrikaden, Leute, hinter die Barrikaden. Komm schnell hier rein, Nugget. Ich glaube an dich. Ich komme. Warte, mein Zeug. Oh mein Gott. Ich hab ein Leben, Leute. Leute. Ich hab ein einziges Leben. Wie geht's mir überhaupt nicht gut, Leute? Okay, ich bin im Haus. Alles gut. Ich bin auch im Haus. Wir müssen uns jetzt hier... Oh mein Gott. Gut, ich gehe einfach auf den Dachboden. Hier sind wir sicher. Hier ist alles schön. Ey, lass den Team-Captain einfach alleine kämpfen. Oh, der Team-Captain, du kämpfst gerade? Oh. Wo ist denn noch ein Bogen für mich? Oh, warte mal, ich glaube, der ist in der Monsterfalle. Einer der Brian's ist hier. Und der eine ist durch die Mine gelaufen. Ja.
Es ist eine Mine. Oh mein Gott, ja, da ist ein Brian. Okay. Wir machen Fernkampf, Leute. Wir schießen auf den Brian. Warte, habe ich Fernkampf? Ja, ich habe Fernkampf. Oh. Ich schieße drauf. Ich wurde vergiftet. Oh no. Haha. Haha. Aua, die machen mir viel zu viel Schaden. Hilfe, Hilfe. Warum machst du so viel Schaden? Das interessiert sich gar nicht für uns. Oh, wir haben einen Brian. Der erste Brian ist tot. Aber das sind doch ein paar mehr Leute. Oh, ich wurde schon wieder von irgendwo getroffen. Warum kommen die nicht mal zu uns? Die schießen auf uns. Okay, Bruce interessiert sich gar nicht für uns. Wir sollten erst die Skelette töten, glaube ich. Ich gehe in den Nahkampf, Leute. Es wird Zeit. Mach das nicht, das ist Selbstmord. Oh mein Gott. Flex, mach das nicht. Bruce, bleib. Mach das nicht, bevor ich die Kamera hingehalten habe. Oh, das ist viel zu viel. Das ist viel zu viele. Ich finde, wir sollten den Zoo-Typen verklagen. Hallo, ich bin der Team-Cap. Oh mein Gott. Ich bin sorry. Fast tot. Ich habe 2 Leben. Ja, komm, schnell. Sorry. Ich wollte Felix beschützen. Du hast mich getased. Das kommt schon mal vor. Ich wollte nur nicht, dass Flex was passiert. Ja! Oh mein Gott, wir haben einen besiegt. Okay, mir ist noch einer. Können wir helfen? Ja, ich komme. Er ist in der Bärenfalle. Er ist stuck in der Bärenfalle. Ja, ich schieße auf ihn. Ich habe einen starken Bogen. Ja, wir haben noch einen besiegt. Ja. Let's go! Wir haben es geschafft! Wir werden immer besser, Leute! Okay. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen! Was ist das hier? Ganz viele Waffen! Ist das der letzte? Ich glaube schon. Komm, lass den zu Mike rüberlocken! Ey, du da! Ey! Mike, dicker Mann! Ich hab was für dich! Komm mal mit! Ja, Bruce! Ich hab Thors Hammer! Wir gehen jetzt mal zum Mike! Oh Gott, aua! Wir sind jetzt auch in eine Mine gerannt! Bruce, komm! Wir müssen ihn in eine der Minen locken! Er muss zu Mike. Ja, komm, mach Mike fertig. Er ist tot. Er hat den geschafft. Und Mike läuft weg. Ja, verzieh dich, Mike. Keiner hat dich hier gemocht. Oh, yeah. Oh Gott. Sind die jetzt an der Sonne gestorben, oder? Was ein erfolgreicher Tag, Leute. Der hat ja gebracht. Wir haben es geschafft, Leute. Ja, und jetzt wird der Zoo-Wärter verklagt. Ich bin immer noch der Team-Captain. Ja, ich habe bisher noch keiner abgewählt, also. Wer ist dafür, dass der Team-Captain abgewählt wird, weil er dafür verantwortlich ist? Ich. 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 Ja, werde ich halt wieder Zoo-Wärter. Mike, komm, du verstehst mich wenigstens, Mike, oder? Ist tot. Du hast... Okay, dann bewohne ich ab jetzt Mike das Haus von Mike. Gerade ermordet. Oh. Ups. Ich bewohne jetzt das Haus von Mike. Ich nehme seine Diamanten. Dann bist du jetzt der ungeliebte Nachbar. Hey, Zoo-Wärter, komm mal raus. Zoo-Wärter? Also, ich hab da ein entscheidendes Problem damit, muss ich sagen. Komm mal raus. Wisst ihr, was ich hier mache? Komm, guck mal hier. So. Guck mal, jetzt kannst du gar nicht mehr raus. Haha. Ey! Ach, dann hol ich mir die ganzen Diamanten. Oh Gott! Was war das denn? Niemals werdet ihr mich leben bekommen! Nein, hat's geschafft. Oh, naja, gut. Wir werden ihn. Oh. Jetzt bist du dran, Felix! Ich war immer der Imposter! Hilfe! Hilfe! Rettet mich, Leute! Ich war immer auf eurer Seite! Alles klar! Oh, erfolgreich! Tom! Nein! Oh, Leute, komm! Die schlagen sich gegenseitig da drin! Die schlagen sich gegenseitig! Woher kommen die Zombies? Was ist das denn? Also, nimmst du das schon auf?